Wer ist mein Vater? Sag mir seinen Namen. Solange du mir nicht den Namen sagst, gibt es nichts, was wir beide zu besprechen haben. Wer sollte was dagegen haben, dass Sie den Abend verbringen mit Ihrem Stiefbruder? I'm born and painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. Das Absurdeste, das ich je gehört habe. Hiermit bestimme ich, Heiko Schwarz, Vater von Sophie Schwarz und Stiefvater von Falk Landau, meine beiden Kinder als alleinige Erben meines Vermögens einzusetzen. Ist es immer noch absurd? Wo haben Sie das? Jetzt ist mir natürlich klar, warum Sie versuchen, mir zu schaden. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Kommen Sie nicht an das Erbe, wenn Sie nicht tun, was Frau Schwarz will? Gegenfrage. Möchten Sie, dass ich Sie anzeige wegen Einbruchs und Diebstahl? Ich war nie auf Ihrem Zimmer. Und schon war's weg. Ich weiß es und es reicht mir. Und als nächstes werde ich Tim erzählen, dass seine neue Freundin und sein Auftraggeber verwandt sind. Es wird ihn brennend interessieren, dass Sie beide das verheimlichen. Und vor allem, warum? Sie weiß es. Und sie wird es Tim sagen. Ich muss ihr auf jeden Fall zuvorkommen. Hey, immer mit der Ruhe. Sophie. Gut, dass ich dich noch erwische. Du glaubst nicht, was ich gerade herausgefunden habe. Ich weiß jetzt, in welcher Beziehung Sophie und Falk Landau zueinander stehen. Bitte, Gesa, hör auf damit, Elli. Die beiden sind Stiefgeschwister. Sie sind was? Der leibliche Vater von Sophie ist der Stiefvater von Falk Landau. Stand in der Nachlassurkunde. Entschuldige bitte, wie kommst du an die Nachlassurkunde von Sophie? Paul hat sie besorgt. Du, ich wusste, dass die beiden was miteinander zu tun haben. Wie kommt Paul an die Nachlassurkunde von Sophie? Oh, Tim, das ist doch völlig egal im Moment. Sophie wusste von Landaus Aktion gegen mich und das Büro. Weil sie von ihr angezettelt wurden. Das hat sie zugegeben. Natürlich nicht. Aber das liegt doch auf der Hand. Du, die beiden wirkten sehr vertraut, als ich sie im Hotelzimmer angetroffen habe. Nur weil die beiden verwandt sind, heißt das noch lange nicht, dass sie gemeinsame Sache gegen unser Büro machen. Mein Gott, Tim, was muss denn noch alles passieren, damit du endlich erkennst, dass Sophie ein falsches Spiel treibt? Ich werde mit ihr reden. Yes. Was bin ich froh, dass du nicht mehr böse auf mich bist. Meinungsverschiedenheiten kommen in den besten Beziehungen vor, habe ich mir sagen lassen. Tja, vielleicht war ich meinem Urteil über Falk Landau etwas vorschnell. Solange wir nicht wissen, was an den Vorwürfen dran ist und ich weiß immer noch nicht, was da los ist, sollten wir ihm eine Chance geben, finde ich. Trotzdem, der Mann ist mir nicht geheuer. Aber ich war dir als Äbtissin auch nicht geheuer. Ja. Was war ich nur für ein Schelm? Ich bin nicht da. Und du sowieso nicht. Mann, bitte mach auf, mir ist wirklich kalt. Meine Mutter, ich glaube, sie ahnt sowieso schon was. Ihr versteckt dich! Ja, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ja, im Schlafzimmer. Komm, komm, schnell, schnell. Ah, deine Tasche. Ja. Nee. Komm ich schon, Mama! Warum machst du denn nicht auf? Danke.
schön. Sag mal, ich störe dich doch nicht, oder? Nein, das heißt doch, ich habe schon geschlafen. Im Anzug? Ich bin auf dem Sofa eingenickt und wollte gerade zu Bett gehen. Gut, aber vorher brauche ich deinen Rat. Wir wollen Lüneburg für den Wettbewerb Stadt ohne Barrieren 2011 anmelden. Sag, hörst du mir überhaupt zu? Der Wettbewerb? Ja, klar. Wo gibt es das Problem? Ist noch jemand im Haus? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wie kommst du denn darauf? Ich habe vorhin ganz deutlich ein Geräusch gehört. Wahrscheinlich ist oben ein Fenster offen. Mama, ich muss jetzt wirklich ins Bett. Entschuldige, aber... Gut, aber zieh dich wenigstens aus. Danke für deine Gastfreundschaft, mein Sohn. Ja, komm gut nach Hause, Mama. Dankeschön. Das war knapp. Wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir stehen. Meinst liegen. Setz dich erstmal hin. Hol mal Tiefluft. Was ist denn passiert? Weil Glendau war hier und behauptet, er wäre mein Stiefbruder. Du hast es auch eben gerade erst erfahren? Giz hat dir bestimmt schon alles erzählt. Dieser Kerl bietet uns einen Auftrag an und sagt mit keinem Ton etwas davon, dass er mit mir verwandt ist. Das ist doch nicht normal. Wieso tut er sowas? Gute Frage. Der will mich testen. Der will wissen, ob ich dumm genug bin, um mich wegen des Erbes meines Vaters über den Tisch ziehen zu lassen. Was ist denn das für eine Erbschaft? Da habe ich nicht gefragt. Ich werde doch mit dem kein Erbe antreten. Ja, warum versucht er dann, dich über den Tisch zu ziehen? Der hat mich genötigt, sofort mit ihm zum Notar zu gehen. Das ist doch was faul. Sophie, Gesa hat gesagt, dass ihr sehr vertraut gewirkt habt. Ich war schockiert, ich hatte das gerade erst erfahren. Es tut mir leid, aber ich finde es trotzdem sehr merkwürdig, dass ausgerechnet der Mann, der Gesa so übel mitspielt, mit dir verwandt ist. Das macht mir auch ganz große Angst. Wir sollten ganz schnell herausfinden, was der Kerl vorhat. Du denkst, er ist gefährlich? Wenn er verantwortlich ist für diese ganzen Intrigen, dann ist das nicht auszuschließen, ja. So, Sophie. Dir scheint er zu vertrauen. Ich meine, immerhin hat er dir gegenüber seine Identität preisgegeben. Trotzdem ist er mir unheimlich. Ich weiß. Ihr werdet euch bestimmt wiedersehen. Allein schon wegen der Erbschaft. Und das ist dann der Moment, wo du herausfinden musst, was der Typ vorhat. Traust du dir das zu? Wenn dir das hilft, dann okay. Obwohl ich am liebsten mit diesem Mann nichts zu tun haben möchte. Dann hing einfach plötzlich Linas Brautkleid vor mir. Ich war plötzlich wie erstarrt und dann ist Felix gekommen und ich bin einfach weggelaufen.
Du hast gar nicht mit ihm gesprochen. Was soll ich ihm sagen? Ich liebe dich, aber all die ganzen Bilder von Lena erinnern mich an ihren Tod und dass ich mich dafür schuldig fühle. Lenas Tod war ein Unfall. Da ist niemand dran schuld, auch du nicht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ihren Platz einzunehmen. Und ich glaube, dass Lena froh wäre, dass du die Frau an Felix' Seite bist und nicht irgendeine andere. Ich komme mir vor wie ein Eindringling. Ich habe da nichts zu suchen. Du musst mit Felix reden. Und ihn dadurch unter Druck setzen. Wie brutal ist das denn? Ich wollte dich stören. Ist okay. Ich kann auch später wiederkommen. Nein, alles in Ordnung. Ich dachte, ich hole dich zum Essen ab. Nicht, dass du wieder Überstunden machst, ne? Das ist eine gute Idee. Ich habe einen Bärenhunger. Ich muss dir was erzählen. Was? Später, beim Essen. Ich sterbe vor Hunger. Und, hat mein Plan funktioniert? Gesa hat keine Zeit verloren, Tim von unseren Familienbanden zu erzählen. Hat er dir geglaubt, dass du kalt erwischt wurdest von der Nachricht? Ich konnte ihn beruhigen, was mich angeht. Aber bei dir ist er jetzt erst recht misstrauisch. Das heißt? Er will herausfinden, was du im Schilde führst, durch mich. Glaubst du, Gesa hat eine Kopie unserer Erburkunde gemacht? Selbst wenn. Es ist nicht verboten, dass wir Stiefgeschwister sind. Sie wird eins und eins zusammenzählen. Wenn sie anfängt nachzudenken, dann wird sie dich mit dem eingestürzten Dachstuhl und dem gefälschten Gutachten in Verbindung bringen. Das stimmt. Die beiden Gutachten müssen so schnell wie möglich verschwinden. Du fährst sofort ins Büro. Sie sind zu Hause. Gesa hat sie aus Sicherheitsgründen mitgenommen. Okay, wir machen das so. Du sorgst dafür, dass Timmy Boy die Füße stillhält. Und ich kümmere mich um die beiden Gutachten. Was jetzt? Ja. Ich habe morgen einen Termin in der Schweiz, falls du es vergessen hast. Ich brauche unbedingt das Geld vom Nummerkonto. Das ist unversteuertes Schwarzgeld, das so schnell wie möglich gewaschen werden muss. Kaum, dass man mich freiwillig ins Rosenhaus lässt. Dann eben unfreiwillig. Können wir? Ihr Sohn wohnt in Lüneburg und Sie wollen ihn besuchen? Weiß er denn schon, dass Sie da sind oder wollen Sie ihn überraschen? Wir sind uns schon begegnet. Aber er war nicht gerade begeistert, mich zu sehen. Es tut mir aber leid. Was macht er denn beruflich? Er ist Arzt. Oh, da sind Sie sehr stolz auf ihn. Schlechte Nachricht. Das weiß ich ja selbst so nicht so genau. Hallo, Herr Alt. Hallo. Oliver. Rutter, was machst du hier? Ich wohne in diesem Hotel. Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Und dazu noch eine so hübsche. Britta Thies. Hallo. Nora Hardenberg, Olivers Mutter. Komm, wir essen woanders. Können wir nicht noch einmal in Ruhe reden, bitte? Nein, Mutter. Komm. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass deine Mutter hier ist? Genau darüber wollte ich beim Essen mit dir sprechen. Ja, Thomas, ich bin's noch mal ganz kurz. Thomas, ich habe es noch immer nicht geschafft, einen Termin bei diesem Torben Lichtenhagen zu bekommen. Seit Tagen wimmelt mich seine Sekretärin ab. Kannst du mir erklären, was da los ist? Er ist eben viel beschäftigter Anwalt. Oh, ja, aber ich meine, du bist sein Freund. Vielleicht könntest du ja für mich da was arrangieren. Ich meine, wenn ich diesen Krone nicht als Teil, aber bald loswerde, dann werde ich noch wahnsinnig. Das wollen wir natürlich nicht riskieren. Hm.
3 Monate schon. Wenn Krone so weitermacht mit seinen Billigangeboten, dann kann ich demnächst hier im Königin Pauschaltouristen All-Inclusive-Paket anbieten. Was hältst du davon, wenn ich morgen zum Frühstück vorbeikomme und wir besprechen das Ganze? Ja. Grüß mir deine Äbtissin recht herzlich und richte ihr mein Beileid zu dieser Schwiegermutter aus. Sehr witzig. Siehst du Caroline heute noch? Naja, ich bereite eine Überraschung für sie vor. Wir haben heute unseren 3-monatigen. Ihr geht ja mit Riesenschritten auf die Silberhochzeit zu. Schönen Abend noch. Ja, dir auch. Ja, Caroline von Walden hier. Spreche ich mit dem Sekretariat von Herrn Lichtenheim? Wird er denn Herrn Flickenschild in einer Terminabsprache anrufen? Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Ja, gut. Wiederhören. I know what you mean. Mehr. Na gut, Günther. Ich kann warten. Über das Dachgeschoss. Wo sind die? Na komm schon. Steffen, ich bin's. Wenn du das hörst, dann ruf bitte sofort zurück. Bei mir wurde eingebrochen.
Tim. Oliver, deine Mutter ist extra aus Portugal gekommen, um dich zu sehen. Willst du ihr nicht eine Chance geben? Sie ist nicht meinetwegen hier. Natürlich. Sie will den Kontakt zu dir. Es hat sie auch nicht gestört, dass ich die letzten 2 Jahre an mich nicht gemeldet habe. Woher weißt du das denn? Solange sie mich anlügt, will ich nicht mit ihr reden. Punkt. Ich finde, du solltest die Gelegenheit nutzen. Deine Mutter will sich mit dir versöhnen und jetzt bist du am Zug. Sie ist hier, aber sie lügt mich trotzdem weiter an. Mitten ins Gesicht. Das ist doch unglaublich. Aber genau darüber musst du mit ihr reden. Über deine Wut und deine Verzweiflung. Und über all die Fragen, die sie dir nicht beantwortet. Sie wird bei ihren Lügen bleiben. Danke, dass du so schnell vorbeigekommen bist. Ja, klar, natürlich. Immerhin wurde bei dir eingebrochen. Tim, das war Falk Landau. Jetzt beruhig dich erstmal. Was ist denn passiert? Also ich bin hier auf der Couch eingeschlafen. Dann bin ich hochgeschreckt, weil die Tür ins Schloss gefallen ist. Dann hast du also gar nicht gesehen, dass jemand hier gewesen ist. Nein, aber der Schreibtisch war durchwühlt und die Gutachten für das Dachgeschoss fehlen. Aber warum sollte Falk Landau die Gutachten stehlen? Weil er Schuld hat an dem Dachstuhlschaden. Und weil er verhindern will, dass ich ihm das beweise. Gesa, angenommen, Falk Landau war hier. Wie soll er reingekommen sein? Keine Ahnung. Gesa, beim besten Willen, entschuldige, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Falk Landau hier reinmarschiert, die Gutachten stiehlt, während du 1 Meter daneben liegst. Ich meine, was wäre denn, wenn du wach geworden wärst? Tim, der Mann wollte, dass ich wach werde. Deshalb hat er die Tür zugeschlagen. Auf jeden Fall sind mit den Gutachten jetzt alle Beweise verschwunden, mit denen wir eine Manipulation hätten belegen können. Du glaubst immer noch nicht, dass Landau was damit zu tun hat. Zusammen mit Sophie, oder? Bitte, Gesa, hör auf. Das sind alles nur Vermutungen. Oh. Du wolltest Sophie doch zur Rede stellen. Was hat sie gesagt? Sie war völlig aufgelöst. Sie hat auch gerade erst erfahren, dass Falk Landau ihr Stiefbruder ist. Und das glaubst du ihr? Gesa, bitte, warum sollte sie mich belügen? Weil die beiden unter einer Decke stecken und Sophie Falk Landau für ihre Zwecke benutzt hat. Seine Intrigen zielen darauf ab, dass wir beide uns entzweien. Und davon hat nur Sophie Schwarz etwas. Gesa, Schluss. Ehrlich, das ist absurd. Ich werde mir morgen Falk Landau vorknöpfen. Soll ich heute Nacht hier schlafen? Ich kann mich aufs Sofa legen. Nein, nicht nötig. Aber lieb, dass du es anbietest. Caroline. Guten Morgen, Caroline. Kommen wir zu früh? Wir wollten eigentlich zu Gunther. Oh, interessantes Frühstück. Ja, kommt erst mal rein. Antipasti und Rotwein auch nicht schlecht. Ich mach mal einen Kaffee. Setzt euch doch schon mal. Ach, Entschuldigung. Morgen hat euch die Putzfrau reingelassen? Es war zumindest eine Frau. Wo kommst du überhaupt her? Von Caroline. Von Caroline? Ja, aber sie war nicht da, aber das muss euch nicht interessieren. Einen Kaffee? Caroline? Wie kommst du denn hier? Ich meine, was machst du hier? Ich hab hier übernachtet. Aber leider ohne dich. Ja, dein Sofa war auch nicht gerade das Gemütlichste. Wir hätten die gleiche Idee. Mhm. Wie war das mit dem Kaffee? Der läuft schon durch. Ah. Alles Gute zum 3-monatigen. Dann schließe ich mich an. Wenn ihr jetzt was Geschäftliches besprechen wollt, dann würde ich schnell duschen gehen. Hast du Lichtenhagen heute Morgen erreicht? Den Anwalt?
Ich versuche schon seit geraumer Zeit einen Termin bei ihm zu bekommen, aber es ist schwieriger als eine Audienz beim Papst. Du bist auf seiner Liste vorgemerkt. Er ruft dich an, um einen Termin mit dir zu machen. Und wie das? Als ich gestern nach Hannover zur Uni gefahren bin, da bin ich an seiner Kanzlei vorbeigegangen und habe ein bisschen mit seiner Assistentin gesprochen. Tja, manche müssen irgendwie Frauen die Dinge in die Hand nehmen. ihr dürft euch jetzt hier übrigens auch küssen, wenn ihr wollt. Habe ich da was verpasst? Nein, nur, dass euer Geheimnis bei uns gut aufgehoben ist. Ja, wir schließen gerade diese Wissenslücke. Wenn das so ist? Wenn das so ist. Das ist doch viel zu eng, da kann man sich doch gar nicht richtig bewegen. Kannst du mal sehen, wie das ist, wenn du langsam in unser Alter kommst. Also komm, Alfred, nicht jeder alte Mensch hat steife Arme. Ja, ist ja auch nicht jeder so fit wie du, leider. Und dazu kommen noch die schlechten Augen. Oh Gott, lass mich bitte vorher sterben. Ja, wer in seiner Jugend seine Gesundheit vergeudet, der hat eben im Alter keine mehr. Seit wann kann man gegen Schwerhörigkeit vorbeugen, hm? Schon immer, indem man nicht ständig zu laute Musik hört, aber davon wollt ihr jungen Leute ja nichts hören. Was? Richtig. Oh. Sag mal, macht ihr an der Uni einen Kostümball? Nein, wir probieren gerade einen Altersanzug aus, damit auch junge Leute die Möglichkeit haben, auszuprobieren, wie sich das im Alter anfühlt. Ich kann dir schon jetzt sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aha. Also ich kann das nicht. Sag mal, ist alles okay mit dir? Ach, Paul, du hattest recht. Ich muss erst diesen Bachelorabschluss machen, bevor ich ein Masterstudium anfangen kann. Ja, Kind, ist doch kein Beinbruch. Studium hat noch nie jemandem geschadet. BWL, VWL, internationales Recht, das ist der Horror. Aber wenn es doch sein muss, Rosa. Nein, ich will jetzt was Sinnvolles machen und nicht erst in 3 Jahren. Kannst du gleich damit anfangen? Guck mal, wir wollen diesen Anzug für unsere Bewerbung Barrierefreie Stadt einsetzen. Ja, und damit auf die Probleme älterer Menschen aufmerksam machen. Ja, und dafür brauchen wir ein Versuchskaninchen, was sich die Gewichte an die Beine binden lässt, weil ich habe nämlich keinen Bock mehr darauf, mich wie 100 zu fühlen. So. Vielen Dank. So, Herr Landau, wohin auch immer Ihre Reise gehen mag, vorher wüsste ich ganz gerne von Ihnen, was für ein Spiel Sie eigentlich treiben. Guten Morgen, Herr Mattison. Zu Frage 1, ich verreise geschäftlich nach Zürich. Und die zweite Frage verstehe ich leider nicht. Warum haben Sie verheimlicht, dass Sie der Stiefbruder von Sophie sind? Das habe ich selber erst gestern erfahren. Schade, ich wäre gerne mit ihr aufgewachsen. Und warum nehmen Sie ein Gespräch mit meiner Frau auf und fälschen danach Ihre Aussage? Für eine derartige Behauptung haben Sie keinerlei Beweise. Natürlich nicht, weil Sie die Beweise beiseite geschafft haben. Und noch so eine freche Behauptung. Ich weiß, was ich gehört habe, meine Frau weiß, was sie gehört hat und mein Sohn weiß, was er gehört hat. Mein Flieger geht. Schönen Tag noch. Und überlegen Sie, wem Sie was sagen. Für meine Anwälte wird eine Verleumdungsklage eine Fingerübung sein. Herr Landau, irgendwann werden Sie einen Fehler machen. Und dann werde ich da sein. Und wenn Sie Gesa oder Sophie noch einmal zu nahe kommen sollten, dann wird es sehr unangenehm für Sie werden. Ich zittere jetzt schon vor Angst. Das sollten Sie auch. Denn dass Sie als Geschäftsmann hier in Lüneburg Karriere machen, das sehe ich Ihnen nicht. Hallo. Thomas. Hallo. Oh, gibt es einen neuen Arbeitskreis, von dem ich noch nichts weiß? Angstfreie Schneidern im Rosenhaus oder? Nein, das wird ein Altersanzugtag, Frau Haberland. Schön, dass Sie mich. Ja, ich habe Frau Haberland zufällig getroffen. Sie interessiert sich auch für den Wettbewerb, von dem du mir gestern erzählt hast. Ich habe von diesen Anzügen gelesen. Sie simulieren das Alter, oder? Ja, das war so, damit das einfach ganz tüdelig wird. Bitte schön. Sag mal, warum kauft ihr denn keinen? Weißt du, was der kostet? Naja, ich dachte, in dem Wettbewerb geht es darum, Bürgersteige abzusenken und Rampen zu bauen. Ja, aber damit wollen wir demonstrieren, wozu wir diese ganzen Umbauten nötig haben. Richtig. Und damit soll es funktionieren. Mhm. Ja, kannst du es ja mal ausprobieren. Wir sehen, wie anders dein Lebensgefühl darin sein wird. Hm? Ich? Du traust dich nicht. Was?
Natürlich traue ich mich. Habt ihr nicht Angst vor einem Anzug? Na, ja, sehr gut, dann zieh ihn an und geh gleich damit einkaufen. Zum Bäcker und zum Supermarkt. Ja, überhaupt kein Problem, das mache ich mit links und zwar im Dauerlauf. Was ist das denn? Ja, das kommt da drunter alles. Ne? Ja. Ja. Rosa Becker? Das ist der... Frau Merker. Das kommt über die Arme. So. Jetzt gleich. Warum nicht? Gut, dann simse ich Ihnen die Adresse gleich zu. Jetzt kommen die Beine. Vielen Dank. Wiederhören. Johanna? Ja? Claudia Merke hat eine andere Idee für mich. Die kommt gleich vorbei. Ja, wunderbar. Ja, toll. Was habt ihr gesagt? Ja. Frau Hardenberg. Der nette Barmann im Hotelrestaurant hat mir gesagt, wo ich Sie finden kann. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja, natürlich. Kann ich Ihnen helfen? Ich komme am besten gleich zur Sache. Sie haben ja gestern gemerkt, dass das Verhältnis zwischen mir und meinem Sohn nicht das Beste ist. Ja. Und ehrlich gesagt kann ich Oliver gut verstehen. Es ist schrecklich für ihn, dass Sie nicht mit ihm über seinen Vater sprechen wollen. Aber so ist das doch gar nicht. Wie ist es dann? Ich kannte ihn kaum. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat er sich aus dem Staub gemacht. Und hat nie wieder von sich hören lassen. Aber warum haben Sie Oliver erzählt, dass Sie gar nicht wissen, wer sein Vater ist? Ich hatte nicht den Mut, ihm die Wahrheit zu sagen. Das heißt, Sie kennen den Namen des Vaters? Das ist doch alles so lange her. Und die Erinnerung daran quält mich. Wissen Sie eigentlich, was Oliver alles unternommen hat, um herauszufinden, wer sein Vater ist? Er hat fast Ihren halben Abiturjahrgang durchtelefoniert, nur weil er geglaubt hat, dass sein Vater möglicherweise ein Mitschüler von Ihnen war. Das tut mir so leid. Und Sie haben seinen Vater nie wiedergesehen? Wie denn? Er ist einfach verschwunden. Hat keine Alimente gezahlt, hat mich mit 19 einfach sitzen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwer war. Aber Sie müssen auch verstehen, dass Oliver wissen will, wo er herkommt. Es hätte Oliver nur verletzt, wenn er erfahren hätte, dass sein leiblicher Vater nichts von ihm wissen will. Und als ich kurz nach Olivers Geburt an Rüdiger Hardenberg kennengelernt habe, war ich einfach nur glücklich, dass Oliver endlich einen richtigen Vater bekam. Er hatte den besten Vater, den man sich wünschen kann. Frau Hardenberg, ich glaube wirklich, dass das schwer war, ein Geheimnis so lange zu hüten. Aber Sie sehen auch, wozu das geführt hat. Oliver möchte nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Frau Thies, bitte, Sie müssen mir helfen. Er ist doch mein einziger Sohn. Vorsicht. Ja, ja, geht schon. Oh. Oh. Leseabend von Helga Saale in der Stadthalle, Dienstag 19.30 Uhr. Was? Leseabend von Helga Saale in der Stadthalle? Soll ich mal die Einkaufstüten nehmen? Was? Soll ich mal die Einkaufstüten nehmen? Geht schon, danke. Schaff das schon. Möchtest du einen Schluck Wasser? Ja, Wasser, gut. Die sind Stiefgeschwister. Ich fasse es nicht. Dann hattest du doch recht mit deinem Verdacht. Ja, und jetzt bin ich mir auch völlig sicher, dass Sophie Landau gegen mich aufgehetzt hat. Und Tim? Ach, du weißt doch, wie das ist. Die erzählt ihm irgendwas und er glaubt sofort. Aber Steffen, der steht auf deiner Seite. Ich habe nur seine Mailbox erreicht. Wahrscheinlich hat er viel zu tun, auf Rügen.
Aber ich finde, du solltest unbedingt die Polizei einschalten, wenn du dich in deinem eigenen Haus schon nicht mehr sicher fühlen kannst. Caro, was soll ich denen denn erzählen? Ich habe doch überhaupt keine Beweise in der Hand. Ich bin nur froh, dass Tim sofort vorbeigekommen ist, als ich ihn angerufen habe. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich auf die Familie verlassen kann. Trotz allem, was passiert ist. Auf deine Freundin kannst du dich auch verlassen. Weiß ich doch. Hallo. Hey. Na du, wo warst du denn? Ich hab dich vermisst. Ich hab unten geschlafen. Es ist gestern Abend sehr spät geworden. Ich hab mich mit Britta festgequatscht. Kleiner Mann, gut geschlafen. Ja, besser als ich. Kann ich einschlafen ohne dich? Tut mir leid. Mir nicht. Weil, ist doch auch nur ein Zeichen dafür, dass wir jetzt eine richtige kleine Familie sind. Ja. Ich muss los. Aber heute Nachmittag, dann räumen wir deine Dinge in den Schrank, ja? Mhm. Okay. Was ist los? Du denkst noch oft an sie, oder? Lena. Ja. Tut mir leid. Nein, das muss es nicht. Ich denke auch sehr oft an sie. Weißt du, vielleicht ist jetzt der Augenblick gekommen, ihre Dinge wegzuräumen. Hier. Nein, nein, nein. Du musst das nicht wegen mir machen. Ich bitte, lass dir alle Zeit der Welt. Dankeschön. Ich muss jetzt wirklich los. Lena, ich will, dass du dich hier wohlfühlst. Ich werde dafür sorgen, das verspreche ich dir, ja? Ich soll nach Sambia gehen? Nur wenn Sie wollen. Der NGO-Management-Studiengang dort ist ein Bachelorstudium. Sie bräuchten also nicht den Umweg über ein anderes Fach zu machen. Oh. Und es sind noch Plätze frei. Ja, oh mein Gott. Ja. Ich fliege heute noch für eine Woche nach Lusaka, um ein Projekt zu betreuen. Wenn Sie möchten, können Sie mich begleiten und sich vor Ort ein Bild machen. Heute. So eine Entscheidung will doch gut überlegt sein. Afrika ist doch nicht nebenan. Sie haben 4 Stunden Zeit zum Nachdenken. Und es wäre doch vorerst nur für eine Woche. Ja, aber das Ticket kann ich mir sowieso nicht leisten. Wenn Sie nicht unbedingt Business Class fliegen wollen, können Sie unsere Sonderkonditionen in Anspruch nehmen. Aber 400 bis 500 € müssten Sie schon aufbringen. Na, die schenke ich dir. Das kann ich nicht annehmen. Komm, natürlich kannst du. Nee. Nimm es als meinen Beitrag zur Rettung der Welt. Denn darunter wirst du es nicht tun, wenn du mal mit dem Studium fertig bist. Hm? Vielen Dank, Johanna. Gut, Frau Merker, also dann fange ich jetzt wohl an zu packen, oder? Und ich buche Ihren Flug. Und wir treffen uns am Flughafen. Oh. Gut. Ich bin Ihnen so dankbar. Vielen Dank, meine Liebe. Auf Wiedersehen. Und bringen Sie mir das Kind aus Afrika wieder heil nach Hause. Keine Sorge. Also, bis später. Bis später. Danke nochmal. Tschüss. Ich kann es kaum erwarten. Sambia! Afrika! Afrika! Ich komme! Du willst nach Afrika? Ja. Oh, lass es dir von Johanna erklären. Ich habe keine Zeit. Naja, also für einen Wettlauf durch die Geschäfte hast du ganz schön lange gebraucht, mein Junge. Okay. Genieß deine Schadenfreude. Aber jetzt hilf mir endlich aus diesem Folterkostüm heraus. Frau Äbtissin, helfen Sie mir, den Stadtrat zu entkleiden? Das ist ja für einen guten Zweck.
dich. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? 3 Jahre Sambia. Vorerst ist es ja nur eine Woche. Und dann sehen wir weiter. Du, dieses NGO-Management kann man auch sicher gut in Deutschland studieren. Ja, da müsste ich aber zuerst BWL, VWL oder Jura studieren. Und dazu habe ich keine Lust. BWL wäre nicht das Schlechteste. Damit stehen dir sämtliche Türen offen. Sag mal, willst du, dass ich bei dir bleibe oder dass ich glücklich bin? Ich weiß nicht, ob es mir so gut gefällt, dass du schon so erwachsen bist. Du wirst mir auch fehlen. Sag mal, weißt du eigentlich, wie gefährlich es in Afrika ist? Eine deiner Töchter lebt am anderen Ende der Welt. Glaubst du, ich kann weniger als Tanja? Das stimmt. Wenn jemand das schafft, dann bist du das. Aber wenn dich das Heimweh plagt, nimmst du sofort einen Flug nach Hause, ja? Ja, und du besuchst mich, wenn ich die Sehnsucht packt. Und du schreibst mir jeden Tag eine Mail oder rufst zumindest an. Ich schreibe dir, wenn ich angekommen bin und dann alle paar Tage. Jetzt hole ich erstmal mein Badezeug. Okay? Ja, okay. Sag mal, seit wann benutzt du Antifaltencreme für Frauen? Oh, ich dachte, ich tue mal was für mein Aussehen. Aber du weißt schon, dass es das auch für Männer gibt. Wirklich? Ja. Gut zu wissen. Bei Gesa wurde eingebrochen, während sie geschlafen hat. Das ist ja furchtbar. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Falk Landau damit zu tun hat. Falk? Also ich weiß nicht. Wieso sollte er ins Rosenhaus einsteigen? Um an das gefälschte Gutachten ranzukommen. Das wurde nämlich gestohlen bei dem Einbruch. Du glaubst also immer noch, dass Landau hinter dem beschädigten Dachstuhl steckt? Sophie, es passt alles zusammen. Warum sollte er dem Büro Mattisen schaden wollen? So, und genau das bitte ich dich herauszufinden. Wegen des Erbes hast du zu ihm ganz anderen Zugang. Obwohl, weißt du, was ich wirklich komisch finde? Dass dein Vater dich bei seinem Erbe überhaupt bedacht hat. Wieso? Naja, hast du mir nicht gesagt, dass ihr keinen Kontakt hattet? Ja, wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er sich nie um mich gekümmert hat. Was weiß ich denn? Ich kannte den Mann kaum. Und du hast auch nie versucht, ihn kennenzulernen? Wozu? Um mir anzuhören, dass er mich und meine Mutter nicht haben will? Nein, um dir vielleicht anzuhören, warum er dich und deine Mutter hat sitzen lassen. Also ich hätte das gemacht. Okay. Oliver ist gleich hier. Und er weiß wirklich nicht, dass ich hier bin? Mm-mm. Denken Sie, er gibt mir noch eine Chance, dass wir uns endlich wieder versöhnen? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Es ist Oliver wirklich wichtig zu wissen, wer sein Vater ist. Und ich find's toll, dass Sie ihm das endlich sagen. Da ist er auch schon. Hallo. Na? Hast du Sehnsucht? Ja, aber deshalb habe ich dich nicht angerufen. Was soll das? Hast du sie hergebeten? Ja. Ich finde, ihr solltet noch mal miteinander reden. Du hast dich mit ihr zusammengetan? Wie kannst du mich so hintergehen? Oliver. Ich habe doch gesagt, dass ich mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben will. Warum kannst du das nicht akzeptieren? Oliver.
Sophie, ich würde ganz gerne von dir jetzt erfahren, was da zwischen dir und diesem Landau ist. Willst du etwa damit sagen, dass ich gegen dich gearbeitet habe? Entschuldige bitte, aber ein gewisser Verdachtsmoment ist nun mal nicht von der Hand zu weisen. Das macht mich sehr traurig. Dass du an meiner Loyalität zweifelst, habe ich dir dafür jemals Anlass gegeben. Es ist wirklich sehr merkwürdig, dass dieser Typ hier seit Wochen in Lüneburg ist und du gestern per Zufall von einer gemeinsamen Erbschaft erfährst. Ich schwöre dir, dass ich bis gestern nicht gewusst habe, dass ich einen Stiefbruder habe. Und ich weiß nicht, warum er mir von unserem gemeinsamen Erbe nichts erzählt hat. Weißt du, wann er wieder zurück ist aus Zürich? Morgen. So, und jetzt möchte ich von dir erfahren, warum er dich in seine Reisepläne einweiht, obwohl ihr nichts miteinander zu tun habt. Du hast mir doch gesagt, dass ich mit ihm in Kontakt bleiben soll und ihm auf den Zahn fühlen soll. Erinnerst du dich? Ich weiß nicht, warum du plötzlich glaubst, dass ich nicht loyal bin. Weil du dich völlig verändert hast. Weil ich dich nicht mehr verstehe und ich möchte wissen, warum. Sophie, es wäre wirklich schön, wenn ich jetzt eine Antwort von dir bekäme. Eigentlich wollte ich darüber noch nicht sprechen. Und es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, um mit dir... Worüber wolltest du noch nicht sprechen und was ist nicht der richtige Zeitpunkt? Ich bin schwanger, Tim. So, das Foto. Was siehst du da? Ein Klostergarten. Wenn ich noch näher rangehe, dann siehst du, dass Thomas und die Äbtissin ein Verhältnis haben. Das ist die Sensation, wenn das in Lüneburg rumgeht. Das ist eine Katastrophe. War ein Riesending, so unteilig. Ich komm klar, mach dir keine Sorgen, okay? Okay. Tschüss. Sag mal, hast du diesen Landau gesehen, wie der mich angeguckt hat? Eiskalt. Meinst du, das wäre ein Zufall mit dem Ziegel?